Wir sind hier in Remshalden, Ortsteil Kulmbach in der Stuttgarter Straße und wurden zu einem Wohnungsgebäudebrand alarmiert. Das Stichwort war ein Brand auf dem Balkon, das auf das Gebäude übergreift. Der Balkon hat bereits gebrannt. Ein Trupp ist über den Balkon und einer durch das Treppenhaus in die Wohnung rein. War kein Bewohner in der Wohnung. Es wurden dann von zwei Seiten aus das Feuer gelöscht. Es gab hier, außer dass die Türe verschlossen war, keine Schwierigkeiten. Diese musste dann aufgebrochen werden. Das Mobiliar und die Gerätschaften, die auf dem Balkon standen, waren in Feuer. Die Feuerwehr Remshalden sowie die Feuerwehr Weinschatz sind mit 7 Fahrzeugen und rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz, sowie der Chaosbereitschaft, der DRK Rettungsdienst, ein Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Die ist bei dem Stichwort Wohnungsgebäudebrand automatisch hinterlegt, war aber bloß in Bereitstellung. Verletzte gab es keine. Es werden jetzt noch Kontrollen mit der Wärmebildkamera durchgeführt und Aufräumarbeiten.